Hallo, ich bin Martin von Money Monkeys. Wir hatten, ja, nee, halt, das ist die DAX-Analyse. Wir machen es wie immer. Das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 8. September 2022. Und wir hatten gestern im Bild die Katze, die da über die Tischkante geguckt hat, weil sie oben noch so ein Leckerli gesehen hat. Leckerli war ja Gap Close 13,50. Hatten gesagt, dass unser DAX jetzt erstmal gar nicht so schlecht aussah und auch ziemlich ruhig eigentlich unterwegs gewesen ist, ne? Also auf jeden Fall keine großartige Dynamik hatte. Hatten gesagt, er solle möglichst bitte nicht 137, 700 drunter und sich da drunter etablieren. Den Bereich hat er nochmal angelaufen am Montag. Am Morgen, wollte ich sagen. Am Morgen angelaufen, verteidigt und eine grüne Kerze nach der anderen reingestellt. Also da ist nicht eine rote Kerze hier drin, zumindest auf 2-Stunden-Ebene. Und das können wir ihm erstmal als weitere Erholungsabsicht ausweisen. Das heißt, wir sind noch immer in dem Muster drin, was wir hier an eingangs der Woche eigentlich erwähnt hatten. Diese W-Formation, die ist natürlich so noch nicht zu Ende. Da muss er noch ein Stückchen höher kommen. Sollte deswegen jetzt am Donnerstag gut drauf sein, können wir mal probieren, über die an die 13,50 das Gap zu closen und dann gegebenenfalls auch drüber zu gucken. Ne? Drüber zu gucken Richtung 13,150, 13,190, 200. Das wäre durchaus angebracht, dann wäre zumindest die Formation erstmal fertig und dann könnte er sich hier wieder ein bisschen Luft holen. Ja, und was dann natürlich auch passieren würde, wäre ein erstes höheres Hoch. Nach einem Abwärtstrendbruch ein erstes höheres Hoch und da sollte man dann doch schon ein bisschen aufpassen, weil das war ja hier noch ein tieferes Tief, ne? Das war kein höheres Tief, das war ein tieferes Tief. Dann hätten wir hier ein höheres Hoch, ein höheres Tief, ein kleines flaches und dann hier ein erstes höheres Hoch. Und das könnte durchaus erstmal wieder einen kleinen Trendwechsel einleiten. Ne? Also auch auf Tagesebene. Sehr, sehr interessante Situation. Aber muss es auch bringen. Und er muss auch über die 13,50 drüber. Sollte das nicht tun, am Donnerstag einfach nur nach unten die Grätsche machen. Dann wahrscheinlich genauso, wie es am Mittwoch gemacht hat, bloß rückwärts. Ne? Eine Rote nach der anderen hinten dran und wieder zurück in die 700 und tiefer. Ja, also da würde ich noch ein bisschen aufpassen. Ich finde aber schon, dass er relativ ruhig wirkt und man muss halt auch wirklich sagen, die Abwärtsbewegung, die hier den letzten Tagen auf den Knochen liegt, die war halt auch einfach mal in 2 Stunden letzte Woche Freitag abgeliefert worden. Davor sah die Woche auch gut aus. Der war ja grün. Der grüne Wochenschluss, es war alles fein und dann hat es Freitag da 2 Stunden nach unten gekrätscht. Aber Nervosität ist noch immer im Markt und deswegen sind wir noch immer im Abwärtstrend, haben noch kein höheres Hoch. Ja, kann auch schnell wieder kippen, die Stimmung. Es sieht jetzt hier erstmal so wieder aus, wie als würde hier unsere 6,50, unsere ETF-Kaufzone aus dem Premium-Dienst, wieder mal gekauft und verteidigt. Und ja, also auf der Ebene kann man jetzt auch nicht unbedingt sagen, das ist jetzt hier diese krasseste Umkehr und das sieht nach einem übelst geilen Dreifachboden aus. Nee, das sieht schon noch alles, ja, es sieht noch. Es sieht noch so aus, wie es ist hier definitiv noch Vorsicht oder sollte Vorsicht geboten sein. Ne? Wenn der sich hier irgendwie noch mal richtig nach unten wegtritt und wenn es wieder bloß Freitag ist, Freitag, ne, also gar nicht jetzt am Donnerstag, sondern am Freitag, dann einfach wieder bloß so ein Abklacken nach 17:30 und die Wochenkerze auf Rot drehen, zack, ist das erledigt, das Thema. Ne? Also, das ist noch kein Käufermarkt, das muss man definitiv sagen. Also, da sind viel zu viele Sachen, die noch nach unten drücken und ich sag mal auch alte, ja, Käufer, die jetzt im Minus noch stehen, ne? Die agieren müssen, die reagieren müssen, die vielleicht auch auf Einstand wieder sich erstmal rausziehen und sagen, naja, wer weiß, steigende Preise, vielleicht sind ja doch nicht so viele geil auf Aktien, vielleicht verkaufen vom Winter noch mal welche, gehe ich doch lieber raus und so. Ja, also von daher, das Chartbild auf Tagesebene. Man kann es nicht als Dreifach, also ich würde es so nicht als Dreifachboden werten, das war es nicht. Ja, wenn, dann ist es für mich immer noch ein Doppelboden, in dem diese Bewegungswelle hoch in die 14.800 noch nicht abgeschlossen ist. Und der einfach nur extremst tief zurückgekommen ist halt, ne? Aber das ist erlaubt, solange kein tieferes Tief kommt, ist das vollkommen erlaubt für eine zweite Bewegungswelle, wenn das die erste war und die zweite und dann jetzt die nächste folgt. Aber dafür möchte ich einfach auch noch ein bisschen was sehen. Also eigentlich auch. Damit ich wieder ein bisschen positiver werte, müsste für mich über den 3,50 mal drüber, 13,350 und eigentlich auch über 13,600, 13,800 wieder drüber. Darüber wäre ich wieder deutlich positiver. Hier ist für mich immer noch so eine Chartlage, wo ich sage, da reicht halt auch einfach so ein Abklacken Freitag, wo er dann direkt wieder 3 Gewinntage mit gefühlt 2, 3, 4 Stunden nach unten zertritt. Ja, deswegen
sollte man schon noch ein bisschen vorsichtig sein, auch wenn es temporär kurzfristig gut aussieht und er das auch wunderbar macht. Also auch wenn ich heute wieder gucke, was wir an Updates geschrieben haben, der hat das prima gemacht. Also ein bullische Pattern 1A bedient, 89 erreicht. Perfekt, ja, über 29 drüber, 89 erreicht. An der 67 hat man auch nochmal ein Update rumgeschickt, als er hier so zurückkam. Hat man gesagt, naja, 67 ist jetzt hier Unterstützung, aber er muss jetzt bitte dann auch über die 800 drüber mit Einsetzen des amerikanischen Handels nicht nochmal ein Tief machen, rüber über die 800. Dann schafft er 850, dann schafft er 89. Und, nee, 29 und über 29 schafft er 89. Und buff, 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 hat er das gemacht. Ne? Also schon fein, bedient das. Aber Risiko ist noch nicht raus. Ja, okay. Ich denke, ist klar. Habe mich ja auch, glaube ich, oft genug wiederholt. Deswegen macht mal hier zu. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.